Also, hallo, mein Name ist Robin Schmetzer. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus, wie man Sprache hört, schon aus Deutschland, in der Nähe von Stuttgart. Ich habe eine Ausbildung abgeschlossen zum Industriemechaniker. Derzeit bin ich arbeitslos, weil ich nicht von der Firma übernommen wurde. Ja, hallo, mein Name ist Sabrina Schmetzer. Ich bin die Mama von Robin. Als Robin 2018 die Diagnose bekommen hat, Spinocerebelläre Ataxie Typ 2, waren wir alle sehr geschockt, weil ja, der Arzt uns keine große Hoffnung gemacht hat. Hoffnung über die Krankheit von Robin, über das Leben von Robin. Robin hatte starke Symptome, die für uns unbegreifbar waren, weil sie eigentlich schleichend, aber doch plötzlich kamen. Er hat angefangen zu zittern, er konnte sein Trinken nicht mehr richtig einschenken, er ist an den Türrahmen hängen geblieben, er hat sich einfach verhalten, wie wenn er betrunken wäre. Wir waren bei vielen Ärzten in Deutschland, viele Ärzte haben ihn untersucht und konnten uns nicht sagen, was er hat. Es hat 2 Jahre gedauert, bis ein Arzt herausgefunden hat durch einen Gentest, dass Robin die Krankheit hat, und hat uns aber keine Hoffnung gemacht. Also er hat uns zu verstehen gegeben, dass Robin an der Krankheit sterben wird und dass außer Physiotherapie und Ergotherapie keine Möglichkeit gibt, ja, Robin zu helfen. Die Physio und die Ergotherapie sollen einfach dazu beitragen, seinen Allgemeinzustand so zu halten, wie er ist. Ich habe dann angefangen, im Internet zu forschen, weil ich mich damit nicht zufrieden gegeben habe, dass man nichts für Robin tun kann. Ja? Ich bin dann auf Beike aufmerksam geworden. Habe mir viele Videos angeschaut von Patienten, die hier waren, und das Ganze hat mich sehr überzeugt. Ich habe dann Kontakt aufgenommen und ja. 2015 habe ich das erste Mal quasi meine Krankheit entdeckt. Da war ich beim Footballtraining und mein Trainer hat uns darauf angesprochen, dass ich ziemlich oft rückwärts umfalle. Daraufhin sind wir zum Arzt gegangen und da wurde ich gleich in ein Krankenhaus überwiesen, wo ich dann 2 Jahre oder 2,5 Jahre in Behandlung war, bis dann meine Diagnose kam, und die kam durch Zufall, durch einen Gentest zustande. Ja, die Symptome meiner Krankheit sind, wie gesagt, Zittern an Kopf und an Händen, Gleichgewichtsprobleme, Probleme mit der Sprache und mit dem Schlucken. Die Therapie, die ich hier mache, ist eine Stammzellentherapie, weil bei meiner Krankheit sterben die Nervenzellen ab und dann werden quasi neue Stammzellen hinzugefügt, um dass die alten wieder aufgefrischt werden. Die Therapien, die mir hier am meisten helfen, ist natürlich die Stammzellentherapie. Aber auch Physio finde ich ziemlich wichtig, weil ich dann quasi ausgelastet werde und immer an mir arbeiten muss. Die Ergotherapie, um meine Feinmotorik zu trainieren. Dann wichtig finde ich auch die Aquatherapie, weil ich dann im Wasser mich viel besser bewegen kann als hier an der Luft. Und ja, das TMS habe ich auch hier, das finde ich auch ziemlich gut, weil da wird, das muss ich so vorstellen, da wird ein Magnet an mein Kleinhirn gesetzt und gibt ganz viele Schläge an mein Kleinhirn und es stimuliert das quasi einfach. Natürlich waren die Ängste, als wir hier ankamen, sehr, sehr, sehr groß. Es ist mein Kind. Natürlich hat man immer Angst um sein Kind. Wir waren uns am Anfang nicht so im Klaren, was bedeutet Stammzellenbehandlung, was macht das Ganze mit Robin, was passiert in ihm, was passiert mit ihm. Aber die Ärzte hier und auch die Krankenschwestern, die haben uns so toll aufgenommen, haben uns alles erklärt, was wir wissen wollten. Und dann ist die Hoffnung natürlich auch sehr groß geworden, dass es ihm besser geht.
was auch erfüllt worden ist. Also eine Diät führe ich daheim eigentlich quasi nicht. Oder wenn da nur ganz selten, wenn ich drauf achte. Aber wenn ich hier bin, dann werde ich quasi auf eine Diät gesetzt. Das Ganze ist am Anfang ziemlich anstrengend für mich. Aber umso länger ich die Diät... Achso. Ja, da habe ich meine Ernährung umgestellt. Und ich am Anfang war es ziemlich hart für mich. Aber umso länger ich das mache, umso besser wird es auch, umso mehr gewöhne ich mich auch daran. Ja, und was ich am Ende jetzt noch sagen wollte, ist, dass ich sehr dankbar bin an alle, die hier mitarbeiten, die ganzen Krankenschwestern, auch die Ärzte oder auch die Ansprechpersonen, die Physiotherapeuten oder allgemein die Therapeuten. Die sind alle ziemlich nett und das ist einfach ein Unterschied zu Deutschland, weil hier wird man einfach als Mensch, als Person gesehen. Hier sieht man die Persönlichkeit und man ist nicht wie in Deutschland quasi einfach eine Nummer, die man ist. Sondern hier geht's wirklich um mich und jeder kümmert sich auch um mich. Das ist sehr gut und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also ich kann jedem nur sagen, dass es hier auf jeden Fall anders ist wie bei uns. Man wird hier einfach anders behandelt, man wird hier als Mensch gesehen. Die Krankenschwestern, der Doktor hier, der kümmert sich um Robin so wunderbar. Es ist, alle Fragen werden uns beantwortet. Alles, was wir wissen wollen, was seinen Allgemeinzustand angeht, kann er uns wunderbar erklären. Ich kann es einfach nur jedem empfehlen, dass man das probiert. Dass man das macht. Vor allen Dingen haben wir hier in der Klinik auch sehr viele Leute kennengelernt, denen es genauso geht wie uns als Familie. Und die Fortschritte, die die Menschen hier machen durch die Stammzellentherapien, die sind sehr, sehr faszinierend. The improvements when I do the stem cells for the first time was very big. I feel like another man. My father says to my mother, look, he can walk, and that's very cool. And the shaking of my head and my hands are less than the time before. Yes, and after the stem cells, I think my mind is better. So Yes, my mind, the thinking of the illness, yes. After I do the stem cells in 2018, I got improvements, my speech are very better, the shaking of my head and my hands are better, yes, my balance is better. So, you can say the whole Robin are better than before the stem cells. Ja, das Einzige, was ich so als Message euch mitgeben kann, ist, es einfach zu versuchen, weil mehr als dass es nicht wirkt, kann nicht passieren. Und man sieht es an mir, ich habe mich deutlich verbessert mit allem, was ich davor konnte. Und deswegen, man soll es einfach versuchen.